Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal wieder mit einem Spielzeug für Geeks. Und zwar habe ich wieder etwas bekommen aus Hongkong, war circa 3 Wochen unterwegs. Und worum es sich dabei handelt, das zeige ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! So, also machen wir das Unboxing. Ich habe es schon etwas geöffnet, aber noch nicht direkt reingeguckt, damit ich das jetzt halt leichter öffnen kann für euch. Und zwar, ja, gut verpackt ist es. Jawohl. Und zwar ist das ein Windwalker, ein sogenannter was Licht drin. Strandwalker. Jetzt sehen wir ihn richtig. Also, wir haben hier einen kleinen Walker drin, einen Strandwalker. Da gibt es so einen Herrn, der die da bastelt. Die gibt es jetzt halt auch in klein. Da gibt es zig verschiedene Versionen. Ja, hier hinten sind sogar ein paar drauf. Gibt es zig verschiedene Versionen. Und wir haben jetzt hier vorne den mit den kleinen Propeller. Die Verpackung ist recht lustig gelöst. Also wie so ein kleines Buch. Allerdings kann man nur die Vorder- und die Rückseite. Aha. Nur die Vorder- und die Rückseite wirklich aufklappen. Und hier vorne ist dann so ein bisschen was beschrieben über den Herrn, der dieses Zeugs baut. Und ja, der eigentliche Karton. Und auf der Rückseite eine kleine Anleitung in Englisch, was alles dabei ist. Und wie das Ganze zusammengesetzt wird. Wie gesagt, in Englisch. Und normalerweise funktioniert er dann mit einem leichten Wind und dann läuft er da selber ein bisschen spazieren. Und hier gibt es wohl noch verschiedene andere Sets von anderen Künstlern, verschiedene technische Spielereien für Geeks. Jawohl. Also, schauen wir mal in die Kiste hinein. Was es da zu entdecken gibt. Das geht recht straff raus. Tun wir das mal beiseite. Da ist erstmal nichts weiter drin, außer die Anleitung. Ein bisschen Karton, der übrig ist. Und dann, naja, haben wir zig Einzelteile. Okay, da haben wir dann die Plättchen, die Windplättchen und hier noch zwei Stäbchen und dann nochmal ein Plastikstäbchen. Und das war's dann. Jawohl. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tütchen, ein bisschen Kleinkram und aus diesen soll der Walker werden. Jawohl, also ich will jetzt nicht alles im Detail erklären, wie man das zusammenbaut, das muss ich selber erstmal gucken. Ich lese mich da ein bisschen rein, schaue mich da ein bisschen rein in die Anleitung und gucke dann, dass ich einen kleinen Zeitraffer mache, wie man das zusammenbaut. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder, wenn das Ding fertig zusammengebaut ist. Jawohl.
So, nach gut einer halben Stunde Bau haben wir das Gerät auch soweit fertig. Es sieht sehr kompliziert aus, aber ich muss sagen, ohne die Anleitung gelesen zu haben, ich habe nur nach den Bildern gearbeitet, war es eigentlich doch recht einfach. Was jetzt nicht zu erkennen war, wo die Stangen noch reinkommen, die habe ich jetzt halt unten reingemacht als Verstrebung, als Verstärkung. Und diese zwei Sachen habe ich jetzt noch übrig. Hieß es, normalerweise kann man die dann hinten dran machen und dann drehen, dass der sich bewegt. Aber das funktioniert nicht so ganz. Aber wenn ich jetzt hier ordentlich Wind mache, zumindest gerade eben, das ist jetzt wieder der Vorführeffekt, gerade eben hat es schon recht gut funktioniert. Jawohl. Also wenn das Ding einmal in Gang gekommen ist, dann läuft das eigentlich schon. Jawohl. Wir werden das die Tage mal draußen bei Wind testen. Ja, das soll es soweit wieder gewesen sein zu einer neuen Folge von Spielzeug für Geeks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Ding. Einen Link dazu mache ich unten in die Beschreibung, wer das sich gerne bestellen möchte. Ich werde es die Tage mal draußen testen, wie das sich bei richtigem Wind verhält, ob das mal wirklich durch den Garten läuft oder über die Straße läuft, und werde das dann wahrscheinlich unten noch ein bisschen in die Infobox schreiben, wie das dann funktioniert hat. Also ich finde es recht cool, recht spaßig, recht interessant, ähnlich wie die großen, die es da von dem Herren gibt. Und ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Hier findet ihr dann mal noch ein paar andere Videos von meinem noch Quadrocopter, den ich damals noch hatte. Und hier findet ihr mal noch ein paar Videos über Spaß mit Go-Karts, was ich da gerade noch parallel betreibe. Und ja, schreibt mir doch unten in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, wie euch die anderen Geek-Spielzeuge gefallen. Und ansonsten Daumen hoch, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.